Deutschen Historischen Museum geht es darum, zum Nachdenken über Geschichte anzuregen, deutlich zu machen, Geschichte ist ein offener Prozess, es geht um Entscheidungen, die in die eine oder andere Richtung führen können. Es geht um den 9. Oktober 1989, der Tag der Entscheidung in Leipzig, als 70.000 Menschen gegen das Regime demonstrierten. Der Ausgang des Tages war ungewiss. Wir haben für unseren Prototyp eine temporäre Game-Station eingerichtet, um hier unser Publikum einzuladen, mit uns gemeinsam diesen Prototyp zu testen. In unserer Graphic Novel kann man in die Rolle von 7 Figuren schlüpfen, 7 Spielcharaktere, zum Beispiel die Bürgerrechtlerin Sabine oder den Bereitschaftspolizisten Thomas. Und man kann aus deren Perspektive dann den 9. Oktober 1989 durchlaufen und für diese Figuren eben Entscheidungen treffen und damit den Tagesablauf beeinflussen. Ziel des Spiels ist, an diesem Tag Gewaltlosigkeit zu erreichen, also dafür zu sorgen, dass die Lage vor Ort nicht eskaliert. Wichtig war uns bei diesen 7 Spielfiguren, dass wir sie möglichst menschlich zeichnen, dass wir ihre Interessenlage nachvollziehbar machen und eben keine Schwarz-Weiß-Malerei betreiben. Wir haben bewusst den Blick auf die normale Bevölkerung gelenkt und dadurch eben auch Geschichte von unten erlebbar gemacht. Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Ein wichtiger Aspekt bei der Erarbeitung war uns auch die Immersion, also das Eintauchen in die Erzählung und die Möglichkeit der Identifikation mit den Spielfiguren. Deswegen haben wir sowohl historische Dokumente als auch Sound in die Installation eingebunden. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. Es sprach Kurt Masur. Bei der Erstellung des Drehbuchs war es uns sehr wichtig, dass die Besucherinnen und Besucher schnell ins Spiel finden können. Und deshalb haben wir bei der Ausarbeitung darauf geachtet, die Geschichte spannend zu erzählen, aber trotzdem nicht zu verkürzen oder zu einfach darzustellen. Es geht darum, historische Urteilskraft zu stärken. Das heißt, mit der Hilfe eines Spiels sich in eine vergangene historische Situation hineinzuversetzen und Entscheidungen und Alternativen nachzuvollziehen. Im Mittelpunkt stehen die historischen Zeugnisse der Geschichte, die eben durch die digitale Präsentation erläutert, ergänzt und verständlich werden. Durch dieses neue digitale Vermittlungsangebot wollen wir neue Besuchergruppen ansprechen. Wir führen auch ein sehr umfangreiches Testing durch, indem wir Fokusgruppengespräche durchführen, Tracking-Methoden anwenden oder auch zahlreiche Feedback-Funktionen einfügen. Und wir hoffen da auf ein sehr breites Meinungsbild, um das dann weiterentwickeln zu können.